Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist ja wieder mal gegen EP, wieder eine weitere Runde von Ni No Kuni. Und zwar weiter geht's direkt hier bei dem Bosskampf, gegen den wir auch immer da jetzt kämpfen müssen. Ich bin gespannt. Ist das eine Art Arena? Heißt das, ich muss gegen diesen Gegner kämpfen? Aber wir haben die Knuffis auf unserer Seite, das passt schon. Jetzt bin ich gespannt, gegen wen wir eigentlich kämpfen müssen. Hi du! Barbar, die fleischgewordene Mutprobe. Na dann. Wow! Okay, ein bisschen mal abknallen, kann nie schaden. Nur Fiss auf ihm! Genau, wir haben die Knuffis auf unserer Seite. Der hat den Knuffis. Stepper die Knuffis auch rein erst. Oh, das ist. Ey, ah, verdammt! Geh weg, 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 weg. Hopp, oh, oh, hopp, oh. Okay. Wow, aber alle kriegen ein neues Level, aber obwohl sie nicht mal mit mir kämpfen, das finde ich sehr schön. Kunstlederstiefel haben wir gekriegt. Und das ist lieb, wo hat der die versteckt gehabt? Hallo. Sieht so aus, als wäre es geschafft. Roland Shanti. Hallo. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Kriegen wir jetzt einen Wächter oder wie? Oh, ich wusste es, dass es er ist. Das ist unser Wächter? Okay. Was will denn dieser Winzing? Ist das ein Monster? Jetzt schlägt zwar 13, ich bin ein stattlicher Wächter. Ich bin weder winzig noch sonst was, noch so eine Frechheit und ich ziehe euch eins über. Du bist der Wächter? Aber hallo, ich bin Remy, freut mich. Dann hat eben die Prüfung also bestanden. Und ist berechtigt, König zu werden. Mhm. Ja, so ist das, wenn man meine Gunst hat. Irgendwie habe ich mir dich völlig anders vorgestellt. Ja, ich auch. Ey, ihr seid ganz schön unhöflich. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht zu stoppen. Zugegeben, momentan bin ich noch etwas... Egal, lass uns schnell den Pakt schießen. Hast nicht zufällig so coole Paktutensilien mit, oder? Achso, Paktutensilien sind was Heiliges. Also keine Waffen, mit denen ihr Monster platt macht. Ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Dieses Schwert und diesen Stab kann ich dann wohl nicht nehmen. Was ist denn sonst noch geeignet? Nimm dir, was dir lieb ist, aber mach ihn. Ja. Wie wäre es mit diesem Zweig? Also dann. Moment! Ein Zweig? Ein Pakt mit einem Zweig. Ich werde nicht mehr etwas Meeres. Ach, egal. Hab dir schließlich die Wahl gelassen. Sieht ja auch einigermaßen robust aus. Wird schon passen. Dann also zum Pakt. Erstmal musst du den Zweig hochheben. Okay. Ich
Was du da gerade gesehen hast, war das Wächterband. Das ist die Verbindung zwischen König und Wächter. Das Wächterband. Ist es nicht ein bisschen dünn? Sieht nicht besonders stabil aus. Naja, wir haben es ja gerade erst geschaffen. Wenn das Königreich wächst, wird die Verbindung zum Wächter tiefer und das Wächterband wird stärker. Dann sollten wir schleunigst mit der Gründung unseres Königreichs beginnen. Das ist eine richtige Einstellung, Mann. Achso, fast vergessen. Ich habe noch was Cooles, das ich dir geben muss. Was Cooles? Was total Cooles. Guck! Du erhältst den Kampf-Equalizer. Okay. Und was ist das? Eine Steinplatte? Eine Steinplatte? Ich habe mich wohl verhört. Das ist schließlich all meine wächterliche Kraft drin. Ich nenne es den Kampf-Equalizer. Cool, was? Der Kampf-Equalizer ist ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem du dir verschiedene Vorteile im Kampf sichern kannst. Wähle im Hauptmenü den Kampf-Equalizer. Wenn du den richtigen benutzt, kannst du noch wirkungsvoller kämpfen. Das wird ein Spaziergang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was das Ding uns bringen soll. Nur Geduld, die Übung macht den Meister. Wenn ihr ihn jetzt mal erstmal benutzt, werdet ihr das schon verstehen. Damit wäre der Pakt also geschlossen. Kehren wir erstmal zurück zum Versteck der Luftpiraten. Voll falsch gelesen, aber ich habe es noch gerade irgendwie gerettet, damit es einen Sinn ergibt. So, Handy hat auch vibriert. Ich glaube, das hat man sogar auf der Aufnahme gehört. Verstopft. Mann, ist das lange her. Gut, dann lasst uns den Boss Bericht erstatten. Wächst der eigentlich noch, der Remy? So, nicht böse gemeint gegen die Jura, Remy, aber... So, als erstes einmal die Ausrüstung. Wir haben ja jetzt hier neue Dinger bekommen. Wir haben scharfe Kunstlederstufe. Wow, Schaden durch Schwerter plus und Feuerresistenz. Und rein damit. Okay, okay, sie hat noch nichts. Sie wird, also hoppla, genau. Genau, perfekt. So, was haben wir hier noch? Wundertalisman. Ah, Magieabwehr kann nie schaden. Dann kriegt sie jetzt noch die löcherigen. Oder waren ihre besser? Nein, 17. Okay, na, das ist 17, 32. Passt, sehr gut. Also, ich den Kampf-Equalizer, den wollte ich mir jetzt nochmal kurz angucken. Du findest hier eine Reihe von Regeln, mit denen du bestimmte Parameter für Effekte und Monster bearbeiten kannst. Du kannst zum Beispiel den Schaden gegen bestimmte Monster oder Resistenzen gegen Elemente erhöhen. Natürlich gibt es diese Vorteile nicht auf dem Silbertablett serviert. Du musst Kampfpunkte sammeln, um sie freizuschalten. Kampfpunkte erhältst du immer dann, wenn das Level deiner Gruppenmitglieder steigt. Training ist also unerlässlich, wenn du den Kampf-Equalizer mit all seinen Funktionen nutzen willst. Okay. Okay, ich muss ihn erweitern. Möchtest du zwei Kampfpunkte... Achso, okay, hier habe ich. Okay, ja, machen wir mal den. Die Monster teilen sich in 6 Typen ein, die im folgenden Anhänger repräsentativer Beispiele vorgestellt werden. Harte Monster, dazu gehören Monster wie die Zigeliten und Roboter, deren Körper aus Stein und Stahl besteht. Weiche Monster, dazu gehören Monster wie Wablis und Plasmaskelette, deren Körper aus einem zähflüssigen Material besteht. Naturmonster, dazu gehören natürliche Wesen wie Tiere und Pflanzen. Drachenmonster, dazu gehören Drachen und drachenähnliche Monster. Feenmonster, dazu gehören die etwas eigenartigen Monster wie Flausche, Feen und Mentale. Monstertypen. Dämonenmonster. Dazu gehören Monster, die sich ein bisschen wie Menschen verhalten, zum Beispiel die Chinkilas und Oinkyongs. Manche Ausrüstung ist gegen bestimmte Monstertypen besonders wirksam. Es empfiehlt sich also, die Ausrüstung immer auf den entsprechenden Gegner anzupassen. Darüber hinaus kannst du im Kampf-Equalizer den Angriff gegen die jeweiligen Monstertypen verbessern. Ah, cool. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt gegen ein hartes Ding kämpfe, kann ich zum Beispiel das stark gegen harte Monster machen. Mehr Schaden gegen harte. Okay, ja, also momentan glaube ich, brauche ich das ja noch nicht. Also machen wir hier noch einen Kampfpunkt rein.
So, manche Angriffe sind einem Element zugeordnet. Der Zauberfeuerball gehört zum Beispiel dem Element Feuer an. Das ist eh klar. Fünf Elemente. Feuer, Wasser, Wind, Licht, Dunkel. Je nach Monstertyp verursachen Angriffe eines bestimmten Elements mehr oder weniger Schaden. Nimmt ein Gegner bei einem elementbezogenen Angriff kaum Schaden, hat das Monster vermutlich eine gute Abwehr gegen dieses Element. Finde den Schwachpunkt. Das gilt allerdings auch für Even und die anderen. Bereite dich auf die Kämpfe gegen Monster eines bestimmten Typs gut mit der entsprechenden Ausrüstung vor. Im Kampf-Equalizer unter Element- und Zustandresistenzen kannst du deine Elementabwehr zusätzlich verbessern. Aber Vorsicht, dies geschieht auf Kosten deiner Zustandsresistenz. Okay. Was ist? Wähle einen Parameter, den du... Okay, was ist das? Jo. Was? Ah, Moment. Was ist das? Oh, da können wir... Oh, okay. Wachstum und Glück. Erhöht die Menge an erhaltenen EP oder seltenen Materialien. Erhöht die Menge an erhaltenen seltenen Materialien oder Ausrüstung. Erhöht die Menge an erhaltenen EP oder Gulden. Erhöht die Menge... Achso, wir können das so... ich glaube, ich werde das Ausrüstung und Gulden machen. Jawohl. EP... Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da tue, aber... Erhöht die Menge an erhaltenen seltenen Materialien und Ausrüstungen. Achso, nein, nicht. Nein, ich möchte nämlich das dritte auch noch, das letzte haben. Okay, das möchte ich noch ausfinden. 8 Kampfpunkte, wow. Was mache ich hier jetzt? Standhaftigkeit. Reduziere den genommenen Schaden in der Abwehrhaltung. Vergrößere das Zeitfenster, in dem du nach Ausweichen nicht angreifbar bist. Hasenfuß. Reduziere die Zeit, die nötig ist, um aus einem Kampf zu fliehen. Erhöhe die MP-Wiederherstellung von normalen Angriffen Gegenständen. Konzentration. Reduziere die benötigte Zeit zum Aufladen konzentrierter Fernangriffe. Erhöhe den Schaden starker Nahkampfangriffe. Ehrlich gesagt, das finde ich ganz gut. Und, achso, okay. Okay, da können wir jetzt nichts mehr machen. Okay. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das mit dem Ausweichen. Das reicht vollkommen. Verlängert die der Unverwundbarkeit nach Ausweichen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil das ist sicher gut am Anfang. Wahrscheinlich habe ich jetzt alle meine Punkte gewastet, aber hey, das wird schon. So, gut. Machen wir weiter, gehen wir zu Sodan. Denn wir legen uns nicht mit ihm an. So. Das war der Sprung, den habe ich gesucht. Okay, wo ist denn der Chef? Der Chef ist da oben. Wir sind gleich bei dir. Gibt es da noch was? Na, gut. So, da la. So dann. Boi. Hätte nicht gedacht, dass er das Heil übersteht. Dein Gesicht sagt mir, du warst erfolgreich. Darf ich vorstellen, der Wächter meines Landes, Remy. Oh, das ist also der Wächter. Hello. Naja, grüß jetzt nicht alles, was? Herzen ab, du Banause. Jungs, heute Nacht wird gefeiert und zwar ordentlich. Bereitet alles vor. Echt jetzt eine Fete? Juhu! Hey! Sonohi, Evan no Shiren Tasse o Iwai, Kuzok Tachiwa, Yodoshi Sedaina Utageo Okonata. Kuzok Tachiwa, Evan to Uchitoke. Und dann? Wie aufbauend. Wie sehr, sehr aufbauend. Ah, es ist schon morgen. Wie schön. まとめて預けるぜ。
Also das muss man mal zugeben, das ging jetzt mal super schnell, dass wir jetzt schon mal mit einer Handvoll Bürger haben wir jetzt schon mal, oder? Also das ist gar nicht mehr schlecht. Also gut. Eban, ureshisou da ne. Kimi no yu toori, takusan no hito tachi ni deyattan da. Minna taisetsu na nakama ni natte kureta. Aruto no yakusoku, hataseru kamo shirenai na.二の国の王になるんだって。すごいね。エヴァン、国を作ることは大変だけど、大きく育てていくことはもっと大変なんだ。いろんな障害が君の前に立ちはだかるよ。うん、分かってる。それでも僕は進む。 進むって決めたんだ。うん。それでこそ王だ。これからいろんな人と出会うだろうけど、その人たちの思いを全部受け止めるんだ。全部受け止めれば、その分君は強くなれる。うん。やってみるよ。 Naja, Level 19. Warum ist Roland immer noch ein Level über denen? Ich meine, nicht, dass mich stört, aber. So, ich bin gespannt, was aus Remy noch wird, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der nur so klein bleibt, weil. Nicht böse gemeint, Remy, aber. Hast du das Ding von vorher gesehen? Das war riesig. Das ist ja alles schön und gut, aber. Wir können ja wohl schlecht mit der gesamten Bande im Schlepptau losziehen, ohne auch nur die leiseste Ahnung, wo dieses Land entstehen wird. Stimmt, und außerdem können wir hier nicht so von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und uns einfach dünner machen. Hey, Evan, worum geht's bei euch gerade? Überlegen, wo wir unser Land gründen sollen. Da müssen wir wohl klein anfangen. Wir reisen uns am besten irgendwo ein Dorf unter dem Nagel und dann sehen wir weiter. Oi. Falls es dir entgangen ist, wir wollen keine Piraten werden, sondern ein Land aufbauen. Ja, das war doch ein Witz. So jung und schon so humorfrei. Eine gute Lage ist sehr wichtig für die Entwicklung eines Landes. Das ist eine ernste Angelegenheit. Er macht immer ein Gesicht, als ob er sich was eingeklemmt hätte. Shanti, das ist wirklich ein ernstes Thema. Aber du hast recht. Ein neu gegründetes Land befindet sich immer in einer gefährlichen Situation. Die bestehenden Mächte tolerieren nur selten einen neuen Rivalen in ihrer Mitte. Eine strategisch günstige Lage ist daher für ein kleines Land überlebenswichtig. Also gut, und was genau schwebt ihr vor? Wir suchen eine Region mit leicht zu erschließenden Rohstoffquellen, die vor Angriffen von außen gut geschützt ist. Mit anderen Worten... Genau hier! So begeben sich Evan und seine Gefährten gen Osten. Jetzt bin ich dann gespannt. Jetzt scheint es dann wirklich, dass wir bald das Dings kriegen.
Die Götter würfeln nicht. Die Melanzani-Ebene ist gar nicht so weit weg von hier. Wenn man die Berge erstmal hinter sich hat, muss man nur noch durch den Ruinengürtel und schon ist man da. Können wir denn nicht einfach den Luftweg nehmen? Unmöglich. Unmöglich ist es nicht, bloß. Unsere Schwalbatrosse sind dafür gebaut, um auf den Wind zu gleiten. Hier zwischen den Klippen weht ständig Wind, aber das ist ja nicht überall so. Und ohne nutzen uns die Dinger leider gar nichts. Dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Ei, da gibt's nur ein kleines Problem. Im Ruinengürtel geben sich die Räuberbanden hier aus der Gegend praktisch die Klinke in die Hand. Erst Luftpiraten, dann Räuberbanden. Kein Vergleich, das ist wirklich ein ganz übler Haufen. Wenn die Blutriechen kommen, ist sie aus ihren Löchern gekochen, wie die Kakerlaken. Ja, haha, Master statt Klasse eben. Aber keine Sorge, wir werden da schließlich auch nicht zu viert anrücken. Shanti, ruf doch mal die beiden üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen? Oh, die zwei! Ja, was? Wo brennt's? Hört zu, Jungs, wir werden in der Melanzani ein neues Königreich gründen. Dafür müssen wir mit unseren Nachbarn im Ruinengürtel ein freundliches Gespräch führen. Alles klar? Dann trommelt mal eure Jungs aus den Kojen. Oho, wir dürfen den anderen Beins überbrüsten. Kommt mir gerade recht, ich habe schon länger so einen Jucken in der Faust. Ich bin schon ganz hebelig. Penny, was willst du denn hier? Soweit ich mich erinnere, habe ich nur Pierre und Carlo gerufen. Hallo, ein neues Königreich? Wie oft passiert sowas? Da will man doch dabei sein. Warum eigentlich nicht? Lass sie doch mitkommen. Was sagst du, Even? Sicher, ich habe nichts dagegen. Na schön, wenn es Even recht ist, soll es mir auch recht sein. Aber eins sage ich dir, wenn ich dir wieder aus der Patsche helfen muss. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Pierre, Carlo und Penny unterstützen dich ab sofort auf deiner Reise. Ab sofort kannst du im Kampf auch auf mich zählen. Big Guy. Bin ja mehr der Typ fürs Grobe, aber die Entscheidungen in Sachen Taktik überlasse ich gerne meinen König. neuer Kämpfer. Da kriegst du ja die Kämpfer direkt in die Hand gelegt. Viele. Danke, du wirst uns sicher eine große Hilfe sein. Mit der berüchtigten Himmelsschlange als Verbündeten kann ja nichts mehr schief gehen, was? Genau, also dann, auf zur Melanzani-Ebene. Okay, das heißt, wir haben jetzt wie viel in der Gruppe? Gruppe. Okay, Soren ist halt jetzt da Dings. Der Zeichenstil ist so geil. Man sieht richtig da Studio Ghibli raus, ich liebe das. Ich weiß, wir wissen es eh, dass es das ist, aber wir lassen jetzt mal die drei und gucken einfach mal dann weiter. Aber was macht jetzt Penny und so und die anderen? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnurstracks weiter. Ich hab das... Da, es können nur drei Freunde am Kampf teilnehmen. Alle weiteren Gruppenmitglieder rücken in die Reserve und erhalten dadurch weniger Erfahrungspunkte. Du kannst durch Änderungen in Reihenfolge die Gruppenmitglieder, mit denen du gerne die Kämpfe beschreiten möchtest, frei bestimmen. Es gibt neue Einträge und Kommentare. Wo denn? Was denn? Hoi. Also, das ist... Oh, das war dieser... Das Mechbook. Total vergessen, ja. Ich glaube, ich bin im ganz vorgerätzigen Putsch ereignet und der Anführer der Putschisten ist ausgerechnet Ratolion. Ehemals Leopolds rechte Hand. Vom Neukönig Ivan fehlt jede Spur. Wie sieht's jetzt weiter mit dem ganzen Buckel aus? Okay. So wie Facebook hier, ey. Ah, das ist wirklich so wie Facebook. So wie wenn er jetzt ein Selfie gemacht hätte oder sowas. Das ist halt, was die first Selfie ever. Okay, wir gucken weiter. Okay, wir müssen in die Melanzani-Ebene. Ja, das ist so lustig irgendwie. So, Boys and Girls, let's do this. Bin mal gespannt. Ich suche mal jetzt mal... Gucken wir einfach mal rein und schauen, was da jetzt kommt als nächstes. Wie weit das überhaupt ist.
Ich finde es so süß, dass man da als Chibi-Figuren läuft. Okay. Danke. Gucken wir mal. Schauen wir mal als erstes, wie Shanti, wie gut sie mitkämpft und so. Gut. Sehr gut anscheinend. Au. Oh, weg der Remy. Shoot him. Boom. Hey, und wir haben so eine neue Waffe gekriegt. Also das ist gar nicht mal schlecht. Von Level 9 Kampf. Ein funkelndes Hölzchen, oder wie auch immer das hieß. Ein funkelndes heiliges Hölzchen. Das Rote ist aber stärker, okay. Okay, haben wir jetzt überhaupt noch was für dich? Nee. Okay, du hast auch einen Jagdbogen. Wie schaut's mit denen aus? Haben wir da noch was für dich? Nein, aber da hätten wir was. Wir geben ihm einen Abwehrstalisman derweil. Okay, get that stuff. Ich bin mal gespannt, was Remy muss sich dann noch in irgendwas entwickeln. Ich kann mir doch nicht jetzt vorstellen, dass der wirklich so bleibt. Nein. Okay, okay, er ignoriert mich. Das heißt, wir holen uns noch die Sachen hier. So. Jetzt, echt jetzt? Vorher ignoriert er mich und jetzt greift er mich an? Willst du mich verkackern? Jetzt bleib doch hier! Okay, knall ich ihm einfach ab. Mir egal. Also das Kämpfen, wie gesagt, das muss ich zugeben, ist saugeil. Ja, also das ist wirklich, wirklich simpel, einfach, es geht schnell von der Hand. Wir haben einen Hammer bekommen. Einen straffen Planierhammer. Wir haben sogar zwei Sachen für ihn bekommen. Moment, das heißt, wir geben ihn hier den straffen rein. Und hier den funkelnden Planierhammer. Und hier können wir ihn nämlich... Okay, nein, passt. Das passt eh, genau. 42, 45. Wow, der ist heavy. 55. Gar nicht mehr schlecht. Wohin höre ich denn überhaupt? Komme ich da runter einfach? Kann ich da runter springen oder was? Der Weg scheint auf mysteriöse Weise unsichtbar, so können wir ihn nicht benutzen. Okay. Ah, falsch, nicht das. Ich will die Karte haben. Okay, Moment, wir können da, glaube ich, rechts herum. Jetzt hänge ich, na toll. Ah, doch nicht, okay. Wir können hier entlang. Haha. Perfekt. So, das heißt, wir kämpfen noch gegen dich, junger Mann, wenn wir schon dabei sind. Feuerball. Also man kann das wirklich gut kombinieren, das man macht einen Fernkampfangriff, jumpt rein, also jumpt näher und dann schlägt man drauf zu. Finde ich gar nicht mal schlecht. Aber. Da ist eh kein Gegner mehr, oder? Nein, perfekt. So, was haben wir hier? Ey, da müssen wir hin. Das ist der Weg, wo wir hin müssen. Stopp! Aber hier wird's gefährlich. Du meinst, hier landen diese Räuberbanden? Ja, Pierre und Carlos sollten mit ihren Einheiten vorrücken und uns eine Bresche verschlagen. Even, damit du Bescheid weißt, vor einem militärischen Einsatz wird die Truppenflagge gehisst. Kommt dorthin, wenn du bereit bist, zum Angriff zu blasen. Okay. Militäreinsätze. Bei Militäreinsätzen muss Even als Kommandant maximal 4 Einheiten geschickt zum Sieg führen. Rufe bei einer Truppenfahne deine Soldaten zusammen, um einen Einsatz zu starten. Okay. Ich würde sagen, aber das machen wir jetzt nicht in diesem Part. Im nächsten Part schlagen wir zum Angriff über. Das heißt, ich werde jetzt hier den Cut setzen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und wir sehen uns alle im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya!